Hi Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hat der Thorsten Stolz und mich auch tatsächlich nominiert, ein Video zu machen. Okay, ich werde jetzt euch ein paar Fragen beantworten und was ein Schwarz-Weiß-Bild so cool macht und wie man ein Stativ auch bis zu 1 cm runterstellen kann, das erfahrst du jetzt alles in diesem Video. Viel Spaß! Hallöchen, liebe Leute, hier ist mal wieder Luina von Memorial Photography. Und heute werde ich David ein paar sehr interessante Fragen stellen. David, was fasziniert dich so unglaublich an der Fotografie? Ich finde die Fotografie deswegen so faszinierend, weil ich dadurch die Möglichkeit habe, sehr interessante Leute kennenzulernen, die noch verrückter sind als ich selber. Bei mir geht's richtig ab! Das beste Beispiel bist du, liebe Luina und die Sina von Pire Photography. Ohne die beiden wäre die Fotografie nicht so spannend, wie sie jetzt ist. Ich finde es auch mega cool, dass man mit der Fotografie ein Stück weit Geschichte schreiben kann. Man hat die Möglichkeit, dem Moment Ewigkeit zu verleihen. Und das sind die Gründe, warum ich die Fotografie so faszinierend finde. Und welche Kamera besitzt du? Ach, ich mag dich so sehr, meine kleine, süße EOS 60D. Und was ist dein Lieblingsobjektiv? Ich habe nicht ganz so viele Objektive, deswegen wird es für mich einfach. Und zwar ist das Plastic Fantastic, die 50mm Festbrennweite von Canon. Und ich habe mir das Objektiv deswegen geholt, weil es nicht nur günstig ist. Ich meine, von 99 Euro bekommt man eine Festbrennweite mit einer richtig tollen Abbildungsleistung. Die Schärfe ist richtig gut und das Bokeh, also die Weichzeichnung im Bild, ist so sahnig und die sahnigste Sahnetorte aus dem sächsischen Süden. Wer jetzt 100 Euro übrig hat, sollte sich das Objektiv mal genauer anschauen. Den Link findet ihr in der Infobox und ich finde das Objektiv richtig cool. Ist für einen Fotografen eigentlich fast schon ein Muss. Hast du denn auch nach einem Lieblingsobjektiv auch noch ein Lieblingsmotiv? Mein Lieblingsbild ist letztes Jahr im Frühling entstanden. Und ich finde das Bild deswegen so cool, weil es einfach zu 100% die Fotografie widerspiegelt. Ich musste beobachten. Ich brauchte am Ende etwas Glück, ich brauchte viel Geduld und ich musste etwas ausprobieren. Und nur deswegen ist dieses Bild entstanden. Wenn man das Bild genauer anschaut, erkennt man ja in der Mitte des Bildes ein Herz. Und dadurch, dass das Bild an einem herzerwärmenden Ort entstanden ist, finde ich das Bild einfach richtig cool. Was sagst du denn zu Schwarz-Weiß-Bildern? Magst du die? Gegen Schwarz-Weiß-Bilder kann ich echt nichts sagen. Also ich finde Schwarz-Weiß-Bilder richtig toll, denn die können sehr viel Gefühl übertragen, was farbige Bilder manchmal nicht können, denn Farbe kann manchmal sehr ablenken. Wenn ihr mal ein Bild habt, wo ihr denkt, kann ich wahrscheinlich nicht mehr retten, versucht es trotzdem zu retten. Auch ein verrauschtes Bild kann in Schwarz-Weiß richtig gut aussehen. Deine Bilder sind immer total cool bearbeitet. Mit welchem Bildbearbeitungsprogramm machst du das denn? Das Programm ist der absolute Wahnsinn und ist schon seit mehreren Jahren das Bildbearbeitungsprogramm überhaupt. Es wird immer wieder weiterentwickelt. Anfangs kam es ja noch in Schwarz-Weiß raus, dann endlich in Farbe und das war der Durchbruch gewesen. Und nur die eigene Fantasie kann dem Programm Grenzen aufweisen. Und deswegen finde ich Paint einfach so genial. Wer kennt sie nicht? Die Meisterwerke von Mr. Cray. Einzigartig und farbenfroh. Und vor allem einzigartig. Und deine Meinung zum Blitz? Ist natürlich von der Situation abhängig. Wenn ich jetzt drin zum Beispiel fotografiere, kann man ihn weglassen, wenn man eine hohe ISO einstellen kann. Kann man das nicht machen, dann sollte man immer indirekt fotografieren, das heißt den Blitz vielleicht einfach umdrehen oder zur Seite oder nach links, um halt das Licht an die Wand zu werfen und die Wand wirft es dann wieder zurück und schon hat man eine smooth und weiche Ausleuchtung. Wenn man aber draußen fotografiert, dann versuche ich zu 95% auf den Blitz zu verzichten, kommt natürlich wieder auf die Situation drauf an und verwende lieber einen Reflektor, um halt das Licht zu lenken. Wenn ich alleine bin, geht das natürlich nicht, dann muss ich natürlich den Blitz verwenden. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, Blitz kann man verwenden, wenn man weiß wie. Wie viel Zeit verbringst du denn überhaupt mit der Fotografie? Ich sag nur eins, es ist der absolute Wahnsinn. Ich habe jeden Tag was mit Fotografie zu tun und finde es mega cool. Ich bin ja als hauptberuflicher Fotograf und Mediengestalter bei einer Firma tätig und nebenberuflich mache ich das mit David Cray. Und deswegen kommen nicht ganz so viele Videos, wie ich mir das eigentlich vorstelle, aber ich bin der Meinung, lieber Qualität liefern als Quantität. Hast du denn auch andere Fotografen, die so deine Vorbilder sind? Er ist die coolste Sau auf der ganzen Welt. Er ist nicht nur Fotograf, sondern auch Business- und Personalberater. Er steht auf der Bühne, gibt Lehrgänge. Er ist mal hier und mal da und kommt einfach nur um die ganze Welt herum. Die Rede ist von Calvin Hollywood. Schöne Grüße! Und jetzt, du hast es gleich geschafft. Dein ganz schneller und spontaner Quick-Fotografen-Tipp. Ich weiß ja nicht, ob ihr das schon wusstet, aber ich bin erst vor kurzem drauf gestoßen. Und zwar kann man bei einem Stativ mit Makro-Einstellungen das Stativ so einstellen, dass man sogar noch tiefer runtergehen kann,
als auf der Beschreibung draufsteht. Ich habe jetzt ein Stativ von Kulmin, das ist das Nenomax 480. Und wenn man jetzt diese Mittelsäule einfach rumdreht, dass die Kamera auf dem Kopf steht und das unten wieder ins Stativ reinsteckt, dann kann man die Stativbeine so weit auseinander machen, dass die Kamera fast unten auf dem Boden aufliegt und dann kann man wirklich bodennah fotografieren. Habt ihr das eigentlich schon gewusst? Wenn nicht, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Da ich das von Thorsten Stolze getaggt wurde, um dieses Video zu machen, werde ich jetzt einen weiteren nominieren. Und es ist Milo PT. Ja, ich hoffe, du freust dich, genauso wie ich damals, wo du mich nominiert hast. Ich habe mich ja wahnsinnig gefreut darüber. Ich muss aber sagen, es war wirklich ein cooles Video. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, das zu machen. Und du wirst bestimmt genauso viel Spaß haben wie ich. Und ich wünsche euch jetzt da draußen ganz viel Spaß bei was auch immer ihr jetzt gerade macht. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ja. Abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Schaut einfach nochmal rum, vielleicht findet ihr noch ein anderes Video von mir, was euch gefällt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald, ciao. Sie verlangen für dieses Foto von mir 200 Euro? Dabei sieht es mir noch nicht mal ähnlich. Ja, deswegen ist es ja auch so teuer. Wenn euch sowas gefällt, solche Witze mit etwas mehr schauspielerischer Leistung, versteht sich, dann lasst es mich einfach wissen, gebt dem Video einen Daumen nach oben, schreibt es mir in die Kommentare, weil ich würde gerne daraus ein richtig cooles Video machen mit mehreren Fotografen und vielleicht gefällt es euch ja. Ciao!